In diesem Video schnell gezeigt, wie man den Standardspeicherort bei Microsoft Word und auch natürlich allen anderen Microsoft Office Programmen von OneDrive auf den lokalen PC dauerhaft ändern kann. Worum geht's? Naja, ich habe jetzt hier ein neues Dokument angelegt und wenn ich das speichern möchte, dann schlägt er mir hier immer meinen OneDrive-Speicherort vor. Das macht er meines Wissens sogar, wenn ich da gar nicht angemeldet bin. Und Microsoft ist da relativ penetrant. Ich habe mich zum Beispiel nie in OneDrive angemeldet. Ich habe Microsoft 365 gekauft und damit ist auch immer eine Anmeldung in den Office-Programmen verbunden und damit ist man dann auch gleich leider in OneDrive angemeldet. Ja, nichtsdestotrotz, ich möchte meine Sachen lokal bei mir speichern. Natürlich kann ich jetzt hier draufklicken und kann es dann unter Dokumente speichern. Okay, ist aber ja ein Klick zu viel und ich speichere eh nie auf OneDrive, also hätte ich doch gerne hier diesen Auswahldialog geändert. Wie machen wir das? Ich breche mal ab, ich gehe auf Datei und hier unter Optionen gehe ich auf Speichern. Aber wenn das zu schnell war, nochmal zurück, also hier oben links Datei, hier links unten auf Optionen und hier auf Speichern. Und hier gibt es zwei Dinge, die interessant sind. Ich kann einmal sagen, standardmäßig auf dem Computer speichern und hier oben zusätzliche Speicherorte anzeigen, auch wenn eine Anmeldung erforderlich ist. Das lasse ich mal raus und gehe mal auf OK. Jetzt versuche ich es nochmal zu speichern. Und jetzt zeigt er mir hier direkt einen lokalen Speicherort an. Und damit nervt er mich jetzt nicht immer mit OneDrive herum.